So, weiter geht's. Das Finalturnier steht heute an. Ich bleibe bei meinem Team. Ich werde auch keine Änderungen machen. Ich weiß nicht, wer als erstes kommt, tatsächlich. Und da sind wir wieder mit dem langersehnten Shotschuss für das Finalturnier des Champkampfs. Im Öffnungskampf der ersten Runde treffen die von uns zu Trainer aufeinander. Kev, der junge, berühmte Hoffnungsträger des Champs. Und Kate, die Stimme der Meisterin der Wasser-Pokémon. Das ist natürlich super ideal, dass wir ein Feuer-Pokémon vorne haben, also. Jo. Bis wir sehr viel stärker geworden sind, wir stärker von Kate gekämpft haben. Hier ist eben nicht nur Champ. Der Champ war ein toller Trainer, sondern auch, weil er ein gutes Auge für das Potenzial anderer hat. Aber du bist nicht der Champ und du wirst den Titel auch heute nicht mehr nach Hause nehmen. Ich werde diesen Kampf nämlich gewinnen, wenn er schließlich Titel vom Thron. Und ich weiß, dass man dich nicht unterschätzen darf. Deshalb werde ich auch mit Dynamax kämpfen. Und hier wird ordentlich Wellen schlagen und durch bis ans Ende der Welt spielen. Gut. Rematch gegen Kate. Na, dann schauen wir mal, wenn das die anderen Kate das. Okay, dann gucken wir mal, dass wir auch ein Team haben. Das ist ein Neuzugang in dem Team. Ich werde nicht im ganzen Wettspiel. Gut, probieren wir es mal. Auf Sprungfeder. Hey, das ist auf jeden Fall Käfer. Ich glaube doch mal, wir haben es gerade am Team. Und jetzt boostet es tatsächlich sein Angriff, ja? Vom Angriff im Spezialangriff. Regelangriff. So. Dann würde ich versuchen, das überleben. Das war mit knapp über der Hälfte noch. Oh oh. Es wird definitiv nicht leicht werden, dieser Kampf. Die Frage ist, schaffen wir es? Beim letzten Mal war es verdammt knapp. Und da haben wir es ja relativ knapp geschafft, tatsächlich, diesen Kampf zu gewinnen. Jetzt wollen wir natürlich ran. Stromstoß. So, erst ist es weg. Und das ist auch, glaube ich, meiner Meinung nach das Gefährlichste. So, Parakiefer. Das hatte sie, glaube ich, schon im Team. Kamein wird wahrscheinlich kaum ausgetauscht haben. So. Kiefer ist weg. Was auch nicht. Ich hab nicht nachgeguckt. Ich sehe es ja tatsächlich nicht. Goldring. Okay, Cordini ist nicht weiter entwickelt. Dann hat er das zweite Pokémon, was ich da noch hab. Cordini hat ja damals in der Arena-Kampf begonnen. Ah, fast. Das auf jeden Fall. Okay, das ist nicht so. Das ist nicht so gefährlich. So. Goldring auch weg. Das war Nummer 3. Pelipper. Mit Pelipper sollte kein Problem sein für Elektro. Wasserflug. Aber es wäre nicht eine Arena-Leiterin, wenn sie nicht irgendwas noch im Petto hätte. Ich bin Pelipper. Nicht zurück. Jutta. Zwei Herzen noch. Kamalm und. Gut. Kamalm war klar, dass es kommen muss. Deswegen gehe ich jetzt auf Schlapfel. Pflanzen-Pokémon. Dann hat sie scheinbar doch nur 5. Dann hat sie doch nur 5. So. Und dann gehen wir auf wieder Lora. Ich guck mir gerade mal, wie die nächsten Kämpfer aussehen. Okay. Okay. Ich dachte mir, ich muss jetzt mal die Karte drücken, aber da steht da was drauf. Okay. So. So, ich darf da gucken.
Schottinger mal geschafft. Zwei. So. Die hat tatsächlich nur 5. Sie hat tatsächlich nur 5. Na gut, aber erstmal müssen wir diesen Kampf hier verstehen. In der Dunkel. Und das ist so weh. Wir gehen drauf. Wir gehen nach Dora. Und zerlegen. Hier kam mein. So, mehr als deutlich. Den Pass habe ich gleich. Los. So. Okay, dann weiß ich jetzt auch, wie der nächste Gegner ist. Den wir. Ja, Kate haben wir auf jeden Fall wieder besiegt. Kev hat gewonnen. Er hat es schon wieder geschafft. Er hat Kate erzwungen, genau wie bei der Arena Challenge. Ah, mein Vater mit dem haben wir ordentlich Wellen geschlagen, aber es hat nichts genützt. Die Wogen haben sich geglättet und du stehst noch immer. Fällt sich ein Fels in der Brandung. Da fällt mir wieder ein, du begeistert Tanja vor einiger Zeit von deinem Talent erzählt hat. Vielleicht hätte ich ja damals besser zuhören sollen. Spätestens jetzt sollten alle Leute in Gala völlig hin und weg von dir und deinem Pokémon sein. Genieß es. Lass dich von ihrer Begeisterung umspülen. Lass dich auf der Welle ihres Applauses zum Ziel tragen, bis du vor dem Champ stehst. Jetzt folgt eine kurze Pause, danach sehen wir uns im zweiten Kampf der ersten Runde wieder. So, sehen die Kämpfe aus. Wir haben Kate besiegt. Jetzt hat Kabu ziemlich. Kabu geschlagen. Roy hat Yaro erlegt. Und Neo hat gegen Mel gewonnen. Okay, dann wird Neo der nächste Gegner sein. Gut. Dann werde ich mal mein Team umstellen. Wir machen quasi direkt weiter. Ach, warte, wir machen es anders. Wir setzen Skuntank ein. Da New Geister-Pokémon besitzt, ist, glaube ich, auch nicht Pokémon, nicht so die schlechteste Wahl. Okay, weiter geht's. Nächster Kampf gegen Neo. Und wir gehen weiter mit dem zweiten Kampf des Champions, liebe Leute. So, welcher der vier verbleibenden Trainer wird am Ende dem Champ gegenüberstehen? Das Turnier sehen wir uns heute an. Sollten wir hier verlieren, dann müssen wir in der nächsten Folge nochmal ran. Weil das wird jetzt nicht einfach werden. So, und Neo der Schweigsame ist der nächste Gegner. Hallo, ich bin's wieder. Du scheinst gute Form zu sein. Ich kann mich noch gut an dich erinnern. Weil du warst der stärkste Challenger, der je im Stadion aufgekreuzt bist. Und jetzt, lass uns kämpfen. Jo. Auf geht's. Rematch Neo. Ein Pokémon-Schwert. Pokémon-Schwert. Dann. Mit einem anderen Gegner gehen, aber jetzt ist es Neo. Und der fängt an, Zwirfenst an. Ein Pokémon für einen Rein-Geist. So. Na gut. Level 52. Und wir gehen drauf mit Nachthieb. Okay, jetzt gerade. Ja, also einfach wird es nicht werden, definitiv nicht. Auch Neo ist definitiv alles andere als zu unterschätzen. Du solltest nicht den Fehler machen, auf die leichte Schulter nehmen. Gut, damit war sein erstes schon mal weg. So, wenn ich jetzt erwarte, wenn ich jetzt weiß, was das nächste ist, Gelabra. Okay, das war schon die Vermutung. Was genau das ist? Ein Skuntank oder gehe ich auf Take Das? Ich gehe auf Take Das, weil Skelabra ist vom Typ. Da ist vom Typ Feuer. Ich weiß das. Aber das dürfte neutral gegen Take Das sein. Was als Käfer. Wenn ich schneller bin, könnte es mit Aqua Durchstoß schon relativ schnell zu Ende sein. Mit Skelabra lohnt sich übrigens auch, wenn ihr da noch auf Verbeziehung zu nehmen. Ehrlich. Verrettung. Zählt unsere Angriffswerte. Und verpagiert unsere Angriffswerte. Okay,
Erstmal die Verteidigung runter. Auch er wird mit uns nur 5 Pokémon im Team, 5 Pokémon ins in Kampf setzen. So. Also, und das wollte ich vermeiden eigentlich, dass es das genau passiert. Dann gehen wir mal drauf auf Galoppa oder mit Galoppa. Pferdestärke. Und damit war es ja schon mit dem guten Skelabas. Ja, ich weiß, war gefährlich, mit diesem Pokémon zu sitzen. So. Oh, Galoppa muss das nicht Knete lernen. 90er Wert ist deutlich besser als die Psycho-Klinge. Dementsprechend werden wir mal Psycho-Klinge austauschen. 56er Tetras. Bodypot. Nein. Ah, Mann. Ich wollte nicht, wollte ich noch das Pokémon jetzt nicht. Die Frage ist, was machen wir? Na, das ist wieder ein kleiner Wechselfehler von mir. Eigentlich war es anders geplant. Dürfte neutral sein, oder? Nö. Dürfte ziemlich effektiv sein, oder ist ziemlich effektiv. Ich klatsche jetzt mal drauf mit Pferdestärke, mal gucken, ob das funktioniert. Jawohl. Mit dem Volltreffer stampfen wir diese die Kanne in den Boden. Gorgazon. So. Das ist die Gala-Form übrigens, oder die Gala-Weiterentwicklung von Corazon. Wasserstein-Pokémon ist es hier tatsächlich. Gala und Geist-Pokémon. Okay. Ja, drauf. Und mach die. Und tschüss, Gorgazon. Dein Wärterschein will ziemlich mies sein. Und drei Levels. Skantank 56, Staffel 58, Elektro sogar 59. So, Gengar. Gengar. Ja, wir bleiben. Das klingt ja nicht anders. So, mein letztes Pokémon ist ganz allein. Wie traurig, lieber Ziggy. Ja, damit das wahrscheinlich dein Dinner abgeschnitten werden. Wir gehen drauf mit Dyna Dunkel und ja, Dyna Max vor. So, Kaps. Da wird sein Pokémon natürlich auch Dyna maximieren. Arena-Kampf haben wir tatsächlich relativ einfach besiegt bekommen. Mal gucken, ob das jetzt hier wieder genauso einfach wird. Wir dürfen jetzt hinter PG und mit Dunkel drauf. Und es war so schwer nicht. Es kann sein, dass wir nicht wieder. Wir waren jetzt in der Arena-Challenge und haben es ja locker besiegt. Und auch hier kommt Gengar nicht wirklich hinzu und wir gewinnen auch diesen Kampf und ziehen ins Finale ein. Ich will jetzt noch einen Sieg und wieder den Champ tatsächlich. Lass ich aber dann eine eigene Folge machen. So. Kämpfer hat es geschafft mit Bravo, Meister der die zweite Runde. Donnerwetter, du bist so stark für mich. Und ich hoffe, dass du noch viel stärker bist. Schacke-Trainer finde ich gut.
Wer wird unserem unaufhaltbaren Challenger am Scheidenkampf gegenüberstehen? Wird es Netz, der Dönermax-Verweigerer oder doch Roy, der Drachensturm? Bleiben Sie dran. Klar, welche Überraschung ist es, Roy? Der ist tatsächlich auch geschafft, ein Netz zu schlagen. Hey, wie schubst du Mary? Oh, das tut mir leid. Aber meine Schlappe wollte ich unbedingt das Netz sich als Revanche besiegen. Was macht mein großer Bruder? Fühlt sofort im Kampf gegen Roy raus. Na toll, gemacht. Jetzt denken wir schon alle, dass unsere Familie nichts auf dem Kasten hat. Ach was, jeder weiß doch, wie stark Roy ist. Dafür, dass ich komplett auf Dynamax verzichtet habe, konnte ich nicht gut mit dir mithalten. Das habe ich Zuschauer schon geschnallt, aber ich bin ganz sicher. Das ist ja schon klar. Ich habe genau gesehen, was für ein toller Kampf du geliefert hast. Aber genauso wollte ich auch, dass unbedingt, dass du gewinnst. Ich bitte dich. Ich habe den Titel. Ich feuer dich auch an. Sorry, dass wir gerade mit unserem eigenen Damen und Kontakt jetzt vorgeladen haben. Das ist sicher das Letzte, was du vor dem entscheidenden Kampf des Turniers brauchst. Roy, warte schon auf dem Platz auf dich. Zeig dir, was der Hack ist. So, da ist Roy sein wird, dürfen wir tatsächlich wechseln. Ich glaube, Galoppa sollte fast mit Zauberschein eine relativ gute Wahl sein. Obwohl, warte mal, ich weiß, was als erstes einsetzt. Das wird nicht Galoppa werden. Als erstes, wir werden auf Tektas gehen. Da sein erstes Pokémon ein Feuer-Pokémon sein wird. Na gut, gehen wir rein. Auf den letzten Kampf dieses Turniers. Wir wollen schließlich in die nächste Runde, weil wir wollen ja dann später dem Champ gegenüberstehen. Und zwar dann in der nächsten Folge. So, na gut. Roy wird es hoffentlich nicht sein. Das heißt, er ist also bis hierher geschafft. Das ist echt nur für sich. Jeder hat die richtige Entscheidung getroffen, als er dir die Empfehlung geschrieben hat. Sieht so aus, als würde ich erstmal gegen einen. Müsste ich erstmal an dir vorbei, wenn ich gegen jeden antreten will. Ich kann sich hoffen, dieses Duell, dass ich mein ganzes Team auf Einzelkämpfe ausgerichtet habe. Bin ich sicher, wen hält sich der Typ? Er hat das letzte Mal schon verloren. Aber glaub mir, diese Kämpfe zu einem völlig anderen Mal kennenlernen. Ja, genau. Damals in der Arena natürlich hat er ja einen Doppelkampf gegen uns geliefert. Hier wird sein Team tatsächlich aus 5 Pokémon bestehen. Einen Einzelkampf gegen uns antreten. Direkt an einem Kurtel. Ich dachte ja, ein paar Pokémon zu Beginn. So, naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Hat mal Durchstoß. Ich gehe mit Wasser voll drauf. Okay, das Pokémon hat ziemlich hohe Werte und fängt an mit Solarstrahl. Mit der Fähigkeit Dürre kann es tatsächlich voll angreifen oder direkt drauf gehen. Und diese Attacke nicht aufladen und wir gehen auf Steinnagel. Ah, dann kann's. Aber es kann nicht angreifen. Ich bin nicht mehr. Ah, Kurtel ist nämlich nervig, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt wieder nochmal zurückstecken. Nein, bitte nicht. Aber wir gehen nochmal drauf und es geht daneben. Diese scheiß Fähigkeit. Okay. Wow. Nicht fertig, danke. Genau. So, wenn man jetzt die Durchschnitt gemacht hat.
So. Ah. Fortunato. Okay. Nicht ohne sein. Auch neu für die Gruppen. Starker Gegner sein. Und dann gehe ich mal auf. Auf Genesung. Ich habe auch einen. Auch einen Aufwecker zu setzen. So, mal der Lepper schon hochziehen. Also bis auf Sonnentag. Klar, meine Feuerattacke zu verstärken. Also muss ich dieses Pokémon so schnell wie möglich weg. Versuch es. Kennen wir ja schon. Okay. Das hat sich nicht gerechnet. Nudler vielleicht gegen den Drachentyp. Oder zwei Typ Drache. Da setzt die Panzerfalle ein. Jetzt ist man auch ohne was zu tun. Ihr seht, wie gerade ein bisschen ratlos. Ja, wir sitzen jetzt in der Panzerfalle. Nur, dass ich nicht in der ersten Runde angreife, sondern in der zweiten. Ja, wurde nicht ausgelöst, sehr gut. Aber er probiert es nochmal. Er spielt das Spiel schon weiter mit der Falle. So, schießt heute mal. Die große Gefahr ist jetzt schon mal weg. Beldra. Kann nur eine Chance sein. Ich versuche auf eine Eisattacke zu gehen, weil die Beldra am Drache Boden ist. Und dann hat er noch zwei. Und dann hat er noch zwei. Eisturm. Was war los? Gibt das? Geht es. Protector und Delta überlebt. Initiative wird gesenkt. Nochmal drauf. Eissturm. Das ist nicht so einfach. Die Bäume drauf nicht mehr. Besiegt uns. Okay. Okay. Und damit habe ich jetzt nicht geredet, also doch irgendwie erledigt. Aber nochmal hat er uns tatsächlich extrem gern. Jetzt erstmal auf Drachenpuls und mit diesem Thema dazu. So, jetzt ist es weg. So, die Welt ist weg. Das war Nummer 3. 2 Jahre noch. Wir haben noch 3. Der vorletzte wird ein Viscogon. Wenn er super reden kann. Ja, ihr seht mich, ich war wie gesagt ein bisschen ratlos. Ich glaube, ohne Tränke zu nutzen, wird es schwierig werden. Surfer, neutral. Wenn das überlebt, haben wir nur noch einen.
Okay, das reicht. Das passt so. Ja gut, Surfer ist... Ja, Surfer nimmt die Hälfte. Das war nicht so ganz schlau von ihm. Das heißt, wir haben es. Gut, eins noch. Klappe, Level 59. Duraludon. Das was wir ja aus dem Dings kennen. Mit Gift brauche ich dieses Pokémon gar nicht anzutreten. Also drauf mit Diballo. Ich muss es hinhalten irgendwo. Und ja, er wird definitiv uns richtig Ärger machen. Er macht uns richtig Ärger tatsächlich. Das ist der zweite Trainerkampf, wo ich jetzt ein bisschen an die Grenzen komme. So, versuchen wir es mal. Ich hab Genesung rein. Ja, das kann ich mal machen. Das ist super, das ist der hat nämlich einen zweiten Stahl. Also Boden und Kampf. Verlierer auf Galoppa gehen. Ja, das alles bringt mir nichts. Ich vermute, dass er noch. Ja, gut, er hat einen Stahlschild. Okay, war natürlich. Ja, okay, das war so clever, war es jetzt nicht. Scheiße. Okay. Und das was jetzt gerade nicht aus der Mitte. Nicht ohne das Vieh. Es geht auf jeder Brock, das war mir schon fast klar. Jetzt sein Wetter. Versuche irgendwann, weil ich zog sich auf die Reihe. Ich muss ja irgendwas tun. Vielleicht reicht es. Es wird mir eh nicht reichen, wenn es direkt zu besiegen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich noch einige in der KP haben will. Wir dürfen auf jeden Fall erstmal angreifen. Minimum 3 Runden. Zerverteidigung. Stahlverteidigung. Das war mir klar, dass wir nicht mit Stahlverteidigung sind. Ich dachte, das wäre doch nicht so clever. So, ich versuche jetzt irgendwas zu machen. Dementsprechend Galoppa ziehen. Eine Top-Genesung rein, um volle KP wieder zu haben. Glück habe, reicht es. Ja. So, er wird sein Ding jetzt verlieren. Ja, klar, der hat dann... Der hat dann geholt. Er hat den Lackschotter bei uns. Das kümmert sich auf ihn auf Feuerkampf hier. Ich habe keinen Dünnermanns mehr, er hat es auch nicht mehr. Er verliert jetzt seinen Dünnermanns, das ist nicht mehr. So. Kollege. Ich bin in meinem Galoppa wieder. Body Press. Es wird nichts, ich kann nichts machen. Ich kann ihm jetzt mal versuchen, KP wegzuziehen, jawohl. Mehr geht einfach gerade nicht. Das kann ich jetzt auch weg. Das kann ich gerade. Ja klar, du bist
gute Dinge, dass du es scheinbar schaffst. Auf Pferdestärke. Das bringt jetzt einfach nichts. Das reicht nicht. Das weiß ich schon. Ich hoffe, dass es irgendwie überlebt. Es überlebt. Deine Frau überlebt. Ich frage, ob sein Pokémon überlebt. Die letzte Attacke. Yes, wir haben's. Gott sei Dank. Auch er war tatsächlich eine harte Luft. Mit viel, viel Glück kriegen wir es tatsächlich dahin. Ah, es ist bitter, kurz vor dem Finale zu verlieren. Aber sehr viel Glück und Schmerz. Gut. So, wir haben den Sieg errungen. Ich weiß es nicht. Ich war so stolz auf die Fortschritte, die mein Team und ich gemacht haben. Und dann kommst du mit deinem Team an, das doch tausendmal besser ist. Unglaublich, wie viel du in kurzer Zeit dazugelernt hast. Ich gehöre noch längst nicht zum alten Eis, aber es ist immer wieder erschreckend, was selbst ein kleiner Altersunterschied ausmachen kann. Du hast eine schreiende Zukunft vor dir. Lass dich jetzt nicht locker und zeigst Dilien. Die goldene Nummer 87 hat einen unfassbaren Sieg eingefahren. Sie wissen, was das bedeutet, liebe Zuschauer. Der Trainer, dem Dilien selbst eine Entschädigung für die Arena-Challenge geschrieben hat, wird nun ein Champ-Badge gegen ihn antreten. Und hier ist das Ergebnis des Finals. Und ob wir jetzt im Finale weiterkommen, das sehen wir dann in der nächsten Folge.